Hey, liebe Genießer und Genießer und die anderen, ihr wisst schon, diese, ich will nicht vom Thema abkommen, lass uns erstmal die Sache beleuchten. Jawohl, in meiner Küche soll nie wieder ein Herd ausgehen. Okay, also, was brauchen wir Schönes? Wir brauchen weniger Mucke und in der Fernsehküche ist es so üblich. Ich habe schon mal was vorbereitet. Jetzt brauchen wir erstmal ein bisschen selber gemachtes Pfeffer- und Ingweröl. Ab in die Pfanne. Ja, es ist Winter, da darf es auch ein bisschen mehr sein, denn wir möchten gerne ein glänzendes Fell. Da hinten ist auch. Zack. Also, alles schon geschnippelt. Dann erstmal die Sachen rein, die ein bisschen länger brauchen. Kartoffeln fein. Und selber eingelegter Knoblauch. Frischer Knoblauch. Einen Monat ungefähr eingelegt. Ich möchte das Eis gerne von den Kumpels abhaben, deswegen kommt es schon mal in die Bratenpfanne. So, hier runterschalten. Keine Ahnung, wie ich das nennen möchte. Irgendeinen Namen wird schon haben. Dauert aber noch ein bisschen. Als nächstes kommt der Spinat ran. Dann kommt, hoppala. Plong, kommt der Chicorée in das Haus. Die kleinen französischen Schalotten, die sind mir sehr ans Herz gewachsen. Ja, die sind wirklich okay. Da gibt es nichts zu meckern. Thank you.
Ihr könnt ganz genau sehen, dass Farbe in meinem Leben eine große Rolle spielt. Zack. Großzügig Brokkoli-Keimsprossen. Fünfter Tag. Schneidet ruhig die Füße ab und die kleinen Körnchen, denn es schmeckt besser ohne Zellstoff. Plong! Und die selbstgezogenen Radieschensprossen. Zack. Zwiebelchen. Gurke, Volumen, Flüssigkeit, gibt ein sanftes, glänzendes Fell. Bimimbap-Style, falls mal Gäste kommen, die auf die Eiweißnote achten. Das Töpferchen müssen Kontakt zur Pfanne haben. Die Sprossenkumpels sind sehr empfindlich. Brauchen weniger Power. Ja. Jetzt ist der Moment, wo ein bisschen Sesamöl ins Spiel kommt. Nudelchen rein. Garnele rein mit Soßenansatz von gestern. Rinder, Knochen mit Fleisch, Suppenfleisch schön angebraten. Na, hier haben sich noch ein paar Zwiebelchen versteckt. Weil Wochenende ist, kann man ein bisschen Barbecue-Soße ranmachen. Nicht zur Fülle. Ich
schönes Salz. Ihr wisst doch, was nicht fehlen darf. Nicht fehlen darf, ist immer ein bisschen Butter. Und Gorgonzola-Käse, rein da! So, noch mal ein bisschen Power. Und dann kommen ja auch gleich die Jungs. Ihr wisst ganz genau, sekundäre Pflanzenstoffe, Brokkolisprossen, Radiesersprossen, China-Nudel, deutsche Kartoffel, Paprikamix aus Europa fein, hier die libanesischen frischen Garnelen, 13 Euro das Kilo, am Hermannplatz gekauft. So, Gemüse braucht noch ein bisschen mehr Power. Schieben wir mal Richtung Wärme. Jo, na dann habt ihr ja gesehen, wie mein Freitag ist. Ich hoffe, ihr habt auch einen schönen Freitag. Hier brauchen wir mehr Power. Ist schon auf 3, wunderbar. Ja, lasst euch gut gehen. Setzt euch mit schönen Menschen an euren Tisch. Macht eine gute Flasche Wein auf. Seid glücklich. Seid nicht so distanziert. Okay? Tüdelü, hier ist der dicke Onkel aus Berlin.